Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Wir haben unseren ersten Anhänger hier dran. Und jetzt geht's ab, ne? Ab zum, ja, was auch immer. Bin ja noch nie mit Anhänger gefahren. Das wird natürlich eine sehr interessante Sache, denke ich mal. Aber vielleicht kriegen wir das ja ganz gut hin. Wir müssen die Power haben, wa? Viel und kraftvoller geht's nicht. Aber das Gewicht drückt natürlich auch von hinten denn dagegen, ne? Jetzt kommt hier eigentlich die schwierigste Passage, hier hoch und dann den Speed mitnehmen, damit wir hier auch weiterkommen und hier nicht versacken. Okay, es scheint irgendwie so zu laufen. Vielleicht haben wir hier auch jetzt eine Spur uns letztes Mal erschaffen, die Gaut ist, weiß ich nicht. Das sieht ja fast so aus, ne? Haben wir natürlich Pech, wie wir es weiter jetzt hier schaffen sollten, ne? Natürlich auch mit den Jank hier nicht anders zu machen. Oder doch? Hier wird die Fracht einfach nur... Nein, 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 nein. Radar. Muss doch hier einfach nur reinfahren, oder? Verdammt. Aber ist natürlich wenig, ne? Man wird sich an deine gute Tat erinnern, ne? Ja, der alte Farmer hat soeben Lobeshymnen auf dich eingestimmt. Ja, ja, bla bla bla. Bla bla bla. Oh, was ist das da? Nee. Nee, 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 nee. Nö, das wollen wir nicht machen, weil... Essenslieferung. Und das hier? Verbrauchsgüter. Aber ich will es gar nicht machen, sonst muss ich die Scheiße... Nee, wir fahren zurück. Aber ich kann mich ja auch selber einfach... Ich habe eine Idee. Pass mal auf. Ich kann ja hier... Und dann kann ich ja eigentlich Bergen drücken, oder? Ja klar. Oh yeah.
individualisieren. So, wir haben den hier. Den und den da, der was hat. Ach so, der ist, ah, das ist aber doof, wa? Der hat ja nicht mehr Leistung, ne? So, sonst Getriebe, haben wir nichts. Federung, einmal erhöht. Okay. Haben wir sonst irgendwas denn hier? Das können wir alles kaufen. Und sonst so hier? So alles. Farbe, Wackelkopffiguren. Ah, klar. Also ich weiß ja nicht, wie wir das hier denn machen können. Wenn wir den jetzt hier sagen, er ist ja so ein übelzahl Typ, ne? Den können wir verkaufen und dann kriege ich das ganze Geld. Will ich ja gar nicht machen. Den könnten wir auch verkaufen, ne? Aber die Frage ist nur jetzt, was können wir hier wahrscheinlich annehmen, was wir machen könnten. Ne? Nasse Ernte. Ziegelholz für den Stahlträger. Die Lieferung an die Farm. An die Farm geht ja alles, ne? Okay. Das ist, ja, ist jetzt kein cooler Auftrag, muss ich sagen. Weil jetzt muss ich ja schon wieder hier in den Arsch der Welt. Aber ich muss dazu sagen, oh, okay, wir haben schon wieder volle Benzin. Ja, immer noch ankoppeln. Anhänger steht zu weit weg, okay. Aber wir müssen nirgendwo Lagerhaus. Oh, was soll denn da? Das heißt so, Lieferung an die Farm. Oh ne, muss ich da auch noch was abholen? Ey, ich muss da nicht abholen, oder? Ihr wollt mich komplett verarschen. Das war jetzt schon scheiße, irgendwo hinzufahren. Ah, ich probiere mal gleich was aus, wenn wir das nämlich hier so haben. Mike, richtig rum? Ja. Ich gleich mal was ausprobieren, ob ich nicht zum, weißt du, der Weg dahin ist ja immer so klar, ne? Aber wenn ich ein Lagerhaus gefunden habe, ob ich da eine Schnellreise hin machen kann und so weiter und so fort. Also jetzt wird es ja nichts bringen. Ja, vielleicht jetzt gleich, ne? Der ist ja jetzt. Oh, wir sind zu schwer, wa?
Schwierig, schwierig, ne? Also weiß ja nicht, ob wir uns schon zu viel eingegraben haben. Jetzt sind wir wieder da in diese Fahrrille drinne. Muss auch sagen, dass es ein bisschen beschissen ist, weil das regnet ja auch wie Sau jetzt hier. Wir machen mal, ich probiere mal was abends, morgens. Ja, ich kann mich aber nirgendwo anders entziehen, war die Winde. Naja, also okay, dass man da hinten eine Winde ranmachen kann und dann ziehen kann, dann hätte ich auch nicht gedacht. Ne? Besonders diese Tonnen an Stahl hier durchzuziehen. Langsam. Sehr langsam durchzuziehen. Boah, da ist man echt froh, wenn man da ist, ne? Ich bin mal gespannt. Kann man mir vorstellen, dass wir das schaffen. So, pass mal auf. Jetzt versuchen wir mal, indem wir sagen, okay, pass auf, hier der hier. Ah, ginge nicht. Da kann man sich nicht festhalten, ne? Gut, dann machen wir den mal hier ran. So, und dann machen wir hier den hier und sagen einfach. Okay. Könnte man eigentlich fast schon so weit sein, ne? Nein, okay. Nee. Sehe aber auch nichts, wo man sagen kann. Okay. Seid ihr bereit? Oh, Jungs, Mädels, ey. Das ist, kommen wir jetzt vielleicht ran. Vielleicht haben wir, ja, wir haben es geschafft. Letztendlich können wir ja auch unseren Arsch denn da so ranziehen. Aber diese Rillenspur, glaube ich, die darf man nie wieder verwenden.
Komm, komm, komm. Besonders, wie viel Power hat denn so eine Winde, ne? Okay. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Ne? Warum kann ich die nicht nehmen? Ja, ich wollte schon sagen. Schneller, schneller. Wir graben uns einfach durch. Also nochmal so ein Matschweg. Wäre nicht so geil. Aber auch nicht frachten. Es fehlen nur ein paar Zentimeter und wir verrecken. Okay, los geht's. Was können wir von hier aus machen? Da noch, okay. Da fehlen nur noch ein paar Zentimeter, ne? Aber ihr seid doch jetzt schon da. Das war's ja schon. Na Gott sei Dank. Einen haben wir schon mal. Nein, ich will das nicht. Gut. Einen haben wir schon mal. Wenn ich jetzt sage, pass mal auf, ich möchte hier hinten hin, ne? Weil hier Sägewerk ist. Kann ich das anwählen? Nö. Ich kann hier Motel in Nöten. Verschwundene Maschinen. Kannst du nichts machen, ne? Du kannst nur sagen, ey, pass mal auf. Du willst bergen, ne? Ja. Oh, ihr hofft mir jetzt zu arschen. Also erstmal den hier. Anhänger. Lösen. Also. Oh, meine Fresse, ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Wenn ich jetzt sage, pass mal auf ein Trucklager. Ne, wir müssen doch hier irgendwo noch unseren anderen haben, ne? Ne? Brauchen wir denn den kleinen? Das ist ja der andere. Achso, der steht irgendwo draußen, ne? Ja, dann verlassen wir die Werkstatt. Haben wir jetzt eigentlich noch einen kaputten Motor? Nö, guck mal, der ist alles. Also soweit wir einmal drinne waren, geht's, ne? So, das heißt, mit denen könnten wir ja auch so Kleinigkeiten transportieren, ne? Ich weiß mal nicht, welche Kleinigkeiten. Wenn wir gleich mal gucken. Aber ich würde ja dann mal sagen, dass wir hier zum
Hier ist noch so ein komischer Anhänger. Zum. Ich würde das Upgrade mir gerne holen. Ist eine Tankstelle nach oben und dann geht's ab. Wisst ihr? Weil ich weiß nicht, was das für ein Upgrade ist, ob das jetzt richtig cool ist. Ein bisschen Geld und sowas, ne, durch die Lieferung. Klar, wenn wir die Holzplanken ordentlich matschen können und wir nicht viel verlieren. Also das wirklich da so ein Holzstapel reinsetzen können, dann wäre ja wunderbar. Oh, 6. Okay, 6 geht aber noch, ne? Alter Schwede. Wir haben uns schon direkt jetzt komplett eingebuddelt, ne? Das ist aber auch ein Spiel, wo es nur regnet, ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Und ich glaube, wenn man das Spiel neu lädt, dann ist das halt weg, diese ganzen Spuren, die ich hier schon reingemacht habe, ne? Guck mal, ich habe hier keine Spuren reingemacht, ich habe hier richtige Krater reingezogen, ne? Ah, ich hatte den Allradantrieb schon wieder gar nicht an. Ah, jetzt fahren wir auch schon wieder, das ist schon wieder passiert, ne? Jetzt hebt er richtig hier, allradmäßig. Wahnsinn. Okay. Jetzt haben wir wieder schönes Gelände. Tiefe Spuren. Kriegt er aber auch noch einen. Gut. So, hier so ein bisschen außen lang. Aber mit den Kleinen komme ich eigentlich relativ gut zurecht. Muss ich sagen. Also, dass ich ab und zu mal vergesse, Allrad einzuschalten, aber sonst so. Ich hätte mir auch so ein bisschen gewünscht, dass die Aufträge vielleicht ein Stück näher zusammen sind. Gefühlt war ich ja hier 2 Minuten durch die Gegend, aber ich fahre ja auch so schon die ganze Zeit irgendwelche 10.000 Meter, ne? So, zum Beispiel da hinten, da ist ja auch noch so einer. Wir gucken uns jetzt hier mal um. So, da oben haben wir einen, da kommen wir da aber nicht hin, aber wenn wir jetzt links da runterfahren, da wird er Obert sein, weil da in der Ecke waren wir noch nie. Da können wir zumindest dann mal sagen, okay, wir haben vielleicht die Ecke hier hinten auch mal uns angeguckt und da ist dann nicht mehr. Oder da ist dann was richtig Geiles, ne? Ein bisschen trostlos aus. Wenn natürlich jetzt irgendwas stehen würde, wäre das natürlich auch geil.
Also umsonst in die Fahnen. Da macht ja sowas ja keinen Sinn. Ich weiß ja nicht, wie das zum Spiel ist. Da gibt es ja hier richtig coole Sachen, die Sinn machen. Oder eben gar keinen Sinn machen, sondern nur, wenn es angezeigt wird. Ich mir wünscht, dass hier jetzt irgendwas Spannendes wäre. Und wenn es nur 100-Euro-Schein ist, ne? Also Ingame-Währung, ne? Das ist schon. Na, Ziel ist da das Markierte. Hier sind wir auch ziemlich gut jetzt durchgekommen, muss ich sagen. Hat jetzt nicht so viel Zeit gekostet, ne? Also ich denke mal, von hier geht es nicht wirklich eine Straße hoch. Hat doch hier beim Matsch. Es gibt ja hier so richtige so Freestyler, ne? Oder keine Ahnung, wie die heißen, ne? So ein Offroad-Profis, ne? Die das hier dann extrem mit den Fahrzeugen können. So wie ich jetzt hier. Ja, wo das wirklich Kante an Kante und dann schaffen die das durch so eine Gelände relativ easy durch. Bei mir ist es eher so, dass ich dann wie so ein Flummi hin und her gepölkt werde. Und dann, ja, das rein, ja, fast schon zufällig ist, ne, wie ich hier überhaupt ankomme. Ich weiß auch gar nicht, wo Falken jetzt hin. Ich fahre in die falsche Richtung. Obwohl, nee, eigentlich nicht so wirklich. Aber hier ist dann mehr so der Aussichtspunkt. Okay. Das gibt natürlich ein bisschen Erfahrungspunkte. Wenn der mir jetzt das da unten anzeigt, ne, dann bin ich ein bisschen sauer. Okay, der zeigt mir das doch nicht an. Weil ich weiß auch gar nicht, warum der das so weit hier anzeigt, ne? Vielleicht gibt es ja nachher dann auch übelste Quest. Ist das, ne? Aber erstmal müssen wir hier den Weg wieder zurück. Und dann auf jeden Fall nach links weg, ne? Jo. Ja, ist aber, also diese Folge ist wirklich vom Regen bestimmt, dass es hier viel regnet und man die beste Zeit seines Lebens im Auto verbringt, ne, kann ich mir richtig gut vorstellen. Aber so viel Regen ist schon echt ein bisschen pervers. So schnell dürfen wir nicht machen, weil ich will da nicht rechts unten landen. Deswegen ein bisschen so mit ein wenig Gefühl, ne? Also werden so manche sagen, so Gefühl, was ist das? Ne, auf Frauchen würde gucken und würde sagen, so du, Gefühl. Ja, wahrscheinlich. Aber ja, ich probiere es mindestens. Ne? Und jetzt fängt es ja noch an zu scheppern. Los, komm, mach hier den Meter noch hoch, ja. Ich weiß nicht, was er mir da jetzt anzeigt. Vielleicht ein Upgrade oder so. Ich weiß ja, hier irgendwas war ja hier, ne? Hier muss ich durch.
Ach du heiliger Bimba. Genau auf dem richtigen. Ach du Scheiße. Oh, ne. Sehr schön. Also das ist wirklich ein sehr unterhaltsames Gelände, weil ich hätte nicht gedacht, dass wir hier so rumkommen. Ne, ich muss da ganz nach oben hier. Ja. Ich weiß nicht, was der mir da anzeigt, aber ich bin eigentlich, oh ja, ich würde das Upgrade jetzt haben hier. Dann haben wir den Wachturm. Oder Aussichtsturm oder wie auch immer. Und dann haben wir hier noch das Upgrade. Und dann ein bisschen gequestet auch noch. Dann kann ich mir denen sagen, ich kann heute beruhigt ins Bett mich reinschaukeln. Ich weiß nicht, wer hier oben wohnen möchte, aber ich nicht. Haben wir hier so eine Dings erhöht, okay? So. Ja, dann machen wir erstmal hier die zur Tankstelle runter, dem Motel in Nöten. Oh, das ist natürlich jetzt hier so ein bisschen doof, ne? Aber ich denke mal, da kriegt man auch noch locker hin, ne? Deswegen würde ich da oben nicht wohnen wollen. Einfach ein bisschen beschissen. Aber wir haben es geschafft. Super. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich gehe dann schon mal zu oder fahre dann schon mal zur Tankstelle und dann sehen wir uns dann bei den Nöten. Also, bis dann. Ciao.